Weidmannsheil. Wer bei diesem Sound an die Jagd denkt, der ist hier genau richtig. Hier in der Markthalle im belgischen Viertel befindet sich die besondere Metzgerei von Marc Junglas. Seit gut einem Jahr gibt es hier frisch geschossenes Eifelwild und Fleisch aus artgerechter Haltung. Der Name Lappen und Prängel ist Programm. Denn Lappen steht für fette Steaks und Prängel für ordentliche Würste. Im Vordergrund steht hier die kompromisslose Einstellung zu artgerechter Tierhaltung und die Transparenz der Fleischverarbeitung. Und zwar wortwörtlich. Die gläserne Metzgerei bietet uneingeschränkten Einblick in das Handwerk des jungen Kölners. Ja, also mein Name ist erstmal Marc Junglas. Ich bin 32 Jahre alt, gelernt vom Beruf Metzger, Metzgermeister, Berufsjäger und Lebensmitteltechniker. Das Fleischhandwerk wurde Marc quasi von seinem Vater in die Wiege gelegt. Ich bin mit 16 in die Lehre gegangen. Da weiß man eh noch meistens nicht so viel, was man machen soll. Und da war die Idee meines Vaters, der ist auch Metzger, hat aber selber nie eine Metzgerei, sondern war halt eher in großen Fleischwerken tätig als Geschäftsführer, dass ich einfach seinen Werdegang vielleicht nachgehe und habe halt dann auch Metzger gelernt. Der Berufsjäger hat es sich zur Aufgabe gemacht, nur Tiere in seinem Betrieb zu verarbeiten, die artgerecht gehalten wurden. Dazu zählt das Wild, das er selber in der Eifel erlegt, und Schweine und Rinder von regionalen Bauern. Der Gedanke dazu entstand so. Das Einzige, was du kannst, ist halt Tiere töten, geile Lebensmittel daraus herstellen und irgendwie das vielleicht auf eine andere Art und Weise wie das andere tun. Damit will Junglas zum Nachdenken anregen und das Konzept kommt an. Viele Kunden kommen hier in die Markthalle mit der gläsernen Metzgerei, weil sie dem Fleischangebot in Supermärkten nicht mehr vertrauen. Nicht so die großen Läden, die großen Metzgereien, du weißt nie, wo das herkommt. Du hast immer so ein latent schlechtes Gewissen, wenn man da Fleisch einkauft. Hier, ich weiß, der Mann geht jagen, ich kann ihm hier Gläsern zugucken, wie er die Wurst teilweise herstellt. Ich laufe teilweise mit meinem Sohn vorbei und dann kann ich ihm zeigen, guck mal, da hängt ein totes Schwein, so sieht das aus. Um das allen Kunden klarzumachen, greift Marc Junglas zu ungewöhnlichen Methoden. Gänse haben wir schon im Federkleid aufgehangen hier, damit die Leute, wenn die bei mir vor der Theke stehen und das geile Fleisch sehen, auch aber mal da bitte dabei dran denken, dass halt ein Tier ist und das entfällt halt schnell. Und das ist ja auch das, was wir heutzutage so im Supermarkt oder sonst irgendwo an der Fleischtheke haben. Das Tier fällt halt nirgendwo mehr auf. Wer jetzt neugierig geworden ist, Marc bietet auch verschiedene Workshops an, in denen man lernt, ein Tier selber zu Fleisch zu verarbeiten. Hier in der Markthalle im belgischen Viertel.